Hallo und herzlich willkommen hier auf RaccoonCast zu unserem Let's Look What To Come 2013. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, um euch einfach zu zeigen, was wir so im Jahr 2013 vorhaben. Jetzt dann nochmal kurz, natürlich auch für euch ein frohes neues Jahr. Ja, ich denke, wir fangen da auch direkt an. Ich zeige euch mal, was so alles auf euch wartet in diesem Jahr. Ganz allgemein, wir haben ein neues YouTube-Kanal-Design. Und zwar sieht es so aus. Würde uns mal interessieren, wie euch das denn gefällt. Hat ein bisschen Zeit gekostet, war ein ganzer Nachmittag Arbeit. Ich finde es eigentlich ganz schnieke, dem Rawcoder gefällt das natürlich auch. Zusätzlich haben wir hier noch neue Thumbnails für die Let's Plays. Dazu natürlich auch ein Kommentar sehr willkommen. Ja, schaut es euch einfach mal an, schaut mal bei uns rein und ja, lasst einen Kommentar da. Das würde uns sehr freuen. Nun zur nächsten Sache, und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen ja auch noch ein bisschen weiter wachsen. Und deshalb steht unsere Website kurz vor dem Launch. Jawohl, ja, wir haben eine Website, die seit ein paar Wochen im Aufbau ist. Und ja, wir präsentieren die euch vermutlich dann auch die nächste Woche. Das heißt also die zweite Januarwoche. Und besucht uns doch einfach. Natürlich gibt es dann auch dann später hier auf dem Kanal dann einen Link zu unserer Website. Schaut auch da mal rein. Wir freuen uns natürlich auch hier über einen Kommentar. So, nun geht's aber weiter. Ach nee, noch was Allgemeines ist nämlich, und zwar kommt ein neues PC-System für mich. Yay! Das heißt, einige Spiele werden dann nicht mehr so laggen und es wird einfach alles viel besser, viel runder und es wird wahrscheinlich auch viel mehr Spaß machen und auch gerade was die Renderzeit betrifft, alles um einiges schneller gehen. Das heißt, mehr Let's Plays für euch. Ja, wo wir gerade bei den Let's Plays sind, wir haben Schenk 2 für euch. Das steht kurz vor dem Release. Ich habe die ersten Folgen schon aufgenommen. Die sind gerade in der Fertigmache. Stehen dann für euch zur Verfügung, hoffentlich dann auch ab der zweiten Januarwoche. Ich hoffe, ihr seid dabei. Macht riesig Spaß, kann ich jetzt schon sagen. Es ist ein super Hack and Slay. Ich weiß nicht, ob es als Hack and Slay dargestellt wird, aber es ist einfach saubrutal, super lustig, literweise Blut. Macht einfach riesigen Spaß. Des Weiteren kommt für euch, wie versprochen natürlich, die Special-Folgen von And Yet It Moves. Ja, wir drehen uns wieder durch die Welt, beziehungsweise wir drehen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und versuchen da auch so ein bisschen die Errungenschaften und sowas zu bekommen und einfach uns ein bisschen mehr in der Welt von And Yet It Moves zurechtzufinden und ein bisschen mehr rumzustöbern. Weil die 8 Folgen, die waren zwar echt super witzig und deswegen fand ich auch viel zu kurz. Deshalb unsere Entscheidung, wir machen Specials daraus. Als nächstes habe ich für euch eine sehr spannende Vorankündigung, und zwar von Voxel Farm. Ich weiß nicht, der eine oder andere unter euch wird es bestimmt schon kennen. Voxel Farm ist eigentlich nur eine Engine. Das heißt, sie wird später für Spiele genutzt werden. Man sieht auch hier, also die Website ist noch nicht komplett fertig, wird aber immer mal wieder da neues Zeug draufgepackt. Und ja, es sind Games in der Mache, aber ja, ist halt noch nichts fertig. Aber, und jetzt zu unserer Aktion, und zwar kommt demnächst vermutlich, ich vermute, dass es eine Tech-Demo ist, die Tech-Demo raus von Voxel Farm. Und da dachte ich mir, das Spiel ist, beziehungsweise die Engine ist so genial,
da machen wir einfach ein Let's Build draus. Und man sieht auch hier schon, also hier im Sandbox-Mode, Minecraft-Style-Editing. Ihr könnt natürlich, wir lassen einfach mal vielleicht ganz kurz laufen. Ton ist da keiner dabei. Noch eine kurze Erklärung zu Voxel Farm an sich. Voxel Farm ist eine prozedurale Engine. Das heißt, anhand von Algorithmen, ja, da flimmert die Werbung durch, anhand von Algorithmen wird die Welt ganz automatisch erstellt. Das heißt, im Prinzip ist sie unendlich. Ja, sie hört niemals auf, fast genauso wie bei Minecraft. Aber wie ihr hier seht, ist das alles noch viel witziger. Ich drehe da gerade mal ein bisschen die Qualität hoch. Gut, so viel hat es jetzt nicht gemacht. Ah, ja, jetzt. Und zwar seht ihr, es ist alles viel, viel feiner, sage ich jetzt mal. Es gibt nicht nur Boxen, die ihr da drauf bauen könnt, sondern ihr könnt da wirklich auch alles so weg. Ich meine, es wird natürlich auch im Boxverfahren da gemacht. Aber es sieht halt alles insgesamt ein bisschen realistischer aus. Und ja, Gegner gibt es natürlich dann noch keine. Aber nichtsdestotrotz soll uns das von einem Let's Build natürlich nicht abhalten. Wann es genau kommt, kann ich euch nicht sagen. Es ist wahrscheinlich so im ersten Quartal auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich so schnell wie möglich. Ich freue mich riesig darauf. Ja, wir fangen dann natürlich da auch mit einem Let's Build dann an und bauen uns einfach mal dann quer durch die Welt. Wir sind gespannt darauf. Gut, als nächstes, was haben wir da? Ach ja, noch ein weiteres prozedurales Spiel. Und zwar Limit Theory. Ich weiß nicht, ob es viele hier kennen, aber ich bin auf der Suche nach prozeduralen Engines. Da bin ich erstens über Voxel Farm gestolpert und dann auch über Limit Theory. Ganz kurz. Limit Theory ist im Prinzip auch, es ist eigentlich ein komplettes Spiel im prozeduralen Verfahren. Das heißt, die Raumschiffe, die ganze Galaxien, ja, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ganze Galaxien, die ihr erkunden könnt, werden prozedural erstellt. Die Planeten werden prozedural erstellt, die Gegner, ganze Flotten und sowas werden einfach prozedural anhand von Algorithmen erstellt. Das heißt, wenn ihr einen neuen Seed eingebt, habt ihr automatisch ein komplett neues Spiel im Prinzip. Und Limit Theory ist also die Freiheit des Spielens itself, kann man eigentlich sagen. Wurde über Kickstarter gefundet. Da sind auch meine Dollars mit dabei. Denn ich hab's mir gegönnt und hab mal richtig viel Geld ausgegeben, dass ich die Prototype-Version davon spielen kann. Das heißt, da ist natürlich noch nichts drin. Aber es ist sogar noch im Prinzip Pre-Alpha. Ja. Das heißt, vor allem Möglichen, natürlich vor der ganz weit vor der endgültigen Fertigstellung. Aber man kann darin rumfliegen, man kann ganz viel schon machen, erkunden und sich einfach so ein bisschen mit dem Spiel vertraut machen. Und davon gibt es bei uns natürlich auch ein Let's Play. Wir sind von Anfang an dabei. Ich freue mich da auch riesig drüber. Ich zeige nochmal kurz da ein paar Bilder, dass ihr euch das auch ein bisschen vorstellen könnt. Also wirklich ganze Planeten. Ganze Planeten könnt ihr hier dann erkunden, ganze Schwärme von Asteroiden und natürlich auch gegnerische Raumschiffe da, Weltraumschlachten ohne Ende. Ich freue mich riesig darauf. Und ich bin auch gespannt, wie es euch dann gefällt. Lasst doch mal hören, ob euch sowas vielleicht interessiert, ob es euch gar nicht interessiert.
Was haltet ihr von so prozeduralen Spielen? Nur mal so nebenbei als Thema angeschnitten. Was haltet ihr davon? Seht ihr darin die Zukunft der Spieleindustrie oder findet ihr es einfach nur, es ist so ein Gimmick, das man halt mal machen kann? Ich finde es ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Gehen wir weiter im Dialog hier und zwar auch über Kickstarter finanziert Goddess. Produziert von 22 Cans. Goddess ist das neue Gottesspiel, die neue Gottessimulation vom Godfather himself eigentlich. Nee, Godfather ist es ja nicht. Aber Godfather könnte man eigentlich sagen. Peter Molyneux, ja, der Macher, der Creator von Populous und Black and White und den ganzen verrückten anderen Simulationen, die einfach alle möglichen Rekorde gebrochen haben, kommt in diesem Jahr ein neues Spiel. Goddess nämlich hat eine ganz schnieke Grafik, ist, soll man sagen, wie so Paper Art, könnte man eigentlich sagen. Also ihr seht ja da mit flachen Kanten, relativ großen flachen Kanten und so. Es ist so ein bisschen blockig, aber sieht doch ziemlich cool aus. Und wir sind natürlich wieder ein Gott und können auch unsere Welt dann verändern, ziehen, wie wir wollen. Und natürlich da auch Unwetter heraufbeschwören. Auch auf dieses Spiel freue ich mich natürlich ganz, ganz arg. Und da floss auch unser Geld in Kickstarter rein. Ja, natürlich auch für einen Beta-Key. ja, das heißt auch vor Veröffentlichung gibt's von uns hoffentlich ein Let's Play davon. So. Und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, aber noch eine kleine Ankündigung, wird's wohl ein kleines LP geben von Puddle. Puddle ist im Prinzip eine Physiksimulation und zwar müsst ihr Flüssigkeiten durch die verschiedenen Level und Hindernisse, ja, fließen lassen, kann man im Prinzip sagen. Und ja, das ist ein bisschen, ist natürlich dann auch teilweise tricky, das heißt, es gibt verschiedene Flüssigkeiten. Und ihr dürft, wenn ihr zum Beispiel das Wasser steuert, da nicht über heiße Eisen drüber gleiten, sonst verdampft ihr. Und lauter so Zeugs, sieht super schnieker aus, gefällt mir persönlich ganz gut. Ich habe es mal kurz angespielt, da wird es hoffentlich dann auch ein Let's Play von geben. So, als nächstes, was noch wartet? Die Let's Plays sind jetzt, glaube ich, soweit mal abgehakt. Natürlich kann noch einiges dazukommen, wie es so ist. Man weiß ja nie. Aber in unserer Kiste, die wir schon ein bisschen länger planen, die wir hoffentlich in diesem Jahr aufmachen können, auch mit meinem neuen PC-System, yay, kommt von uns ein Let's Play Together von War C. Ja. Maximales Online Massive Zombie Gemetzel. Ich freue mich absolut sowas von riesig darauf. Also ich meine, ich metzel sowieso gerne Zombies. Das sei mal dahingestellt. Ich habe auch Left 4 Dead natürlich gespielt. Macht auch super viel Spaß. Gibt's aber keinen LP von. Böser Blick. Nee, aber von dem planen wir ein LPT. Vielleicht dann auch für jeden von uns selbst noch ein LP, aber man muss mal gucken. Vorrangig steht, denke ich, einfach mal ein Let's Play Together mit War C. Das Zombie-Gemetzel, es wartet auf uns, wenn mein neues PC-System da ist und alles so eingerichtet ist, dass es einwandfrei funktioniert. Könnte man vielleicht sogar schon loslegen. Das wäre recht bald. Versprechen will ich nichts, aber hoffen wir es. Gut, schließen wir dieses Kapitel. Und dann auch, zu guter Letzt.
Ich weiß nicht, ob viele von euch drauf warten. Wir freuen uns, denke ich, auf jeden Fall da drauf. Es ist einfach zu massiv. Es ist einfach, ich will nicht sagen zu vertreten in der Let's Play Welt, aber ich wage zu behaupten, dass meist geletzplayte ist auch ein super Wort, das meist geletzplayte Spiel überhaupt, Minecraft. Ja, ich weiß, oh nee, nicht schon wieder so Minecraft LP und nicht schon wieder so Minecraft LPT. Das wird ja langsam blöd. Ich weiß, liebe Leute, es ist aber leider so, denn wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir machen Indie-Let's Plays. Das heißt, wir spielen Spiele, die aus Indie-Schmieden kommen. Natürlich, man kann es eigentlich nicht mehr behaupten, Minecraft ist nicht mehr so unbekannt, ne? Also, ja, ist klar. Aber es ist immer noch ein Indie-Game, ja? Also, was Notch und Konsorten da getan haben, ist einfach nur genial. Und natürlich, man kann auch sagen, das Spiel wird immer weiter verbessert. Und ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher mit dem Spielen. Es sind so viele Neuerungen drin, ich komme nicht hinterher. Der Raw-Coder muss mich erstmal auf den neuesten Stand bringen. Und dann wird es hoffentlich ein Let's Play Together von uns geben. Wir bauen uns ganz fröhlich eine Welt auf und sind mal gespannt, auf welche Hindernisse wir treffen. So, ich würde sagen, das war's dann auch. Noch eine kleine Anmerkung, das alles ist natürlich ohne Gewähr. Wer weiß, was alles noch kommt. Ob diese Sachen alle so eintreten, wie wir uns erhoffen. Natürlich dann auch mit Voxel Farm, mit Limit Theory, mit Godus. Diese drei Spiele gibt's einfach noch nicht. Wir können noch nicht sagen, was, wann, wie kommt und wie es aussehen wird. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich euch über diese Spiele, diese Engines schon mal informieren. Ja, ist eine schwere Sprache, die deutsche Sprache. Ihr könnt eure Meinung uns einfach mitteilen im Kommentar unter diesem Video. Das war eine schwere Geburt. Ja, sagt uns einfach, was ihr davon haltet, ob ihr euch darauf freut. Würde uns super freuen, wenn ihr das machen würdet. Und erzählt natürlich auch weiter, was wir alles vorhaben. Nun gut, ich würde sagen, wir schließen hiermit das Let's Look What To Come 2013. Ich freue mich riesig auf dieses Jahr. Es wird einfach ein saugeiles werden. Für uns alle. Das verspreche ich euch. Es wird einfach ein sehr geiles Jahr werden und vor allem ein sehr geiles LP-Jahr. Seid gespannt darauf. Wir freuen uns ebenso wie ihr. Bis dann. Ciao.